Gerecht ist gerecht. Sie müssen das machen, aber es ist passiert so. Als Beispiel, das hat sie mit dem Gefängnis gesagt, das verstehe ich nicht ganz genau. Die Strafe von 800 Euro, glaube ich, reicht einmal. Aber als Beispiel hat sie noch das gegeben, aber ist es einmal so. Sie ist erleichtert, das ist einmal vorbei. Was war jetzt der Grund, warum sie rausgegangen ist? Ja, sie müssen unbedingt ihre Enkelin, Krankenkelin, nach Bosnien Geld schicken. Und dann hat sie ihre Freundin geschickt, da hat sie die Freundin nicht geschafft und dann sie ist das selber gemacht. Also, ist es einmal. Was sagt sie jetzt selber dazu? Ärgert sie sich, dass das passiert ist? Ja, natürlich. Es ärgert. Meine, was ist passiert? Nichts passiert. Ist nicht passiert. Aber, naja, ist es endlich vorbei. Warum hast du keine Maske getragen? Wer sagt das? Ja, wie sie bei der Post war und so. Ja. Damals kommen Sie zu dem Spar. Wo ist das ganz genau? Da kommen Sie nicht einer ohne Maske. Weil da stehen zwei Leute schon draußen und sagen Sie, ja, bitte Maske aufsetzen. Du, was sagst du jetzt zu der Strafe? 800 Euro, ist das zu viel? Ist das gerechtfertigt? Das muss ich Sie da oben fragen. Ja, sie hat das angenommen und wird sie das zahlen. Und fragt eh keiner, ist das richtig oder nicht. Sie muss das zahlen. Ja. Was sagst du jetzt dazu? Was sagst du? Bist du erleichtert? Ja, ist erleichtert normalerweise. Weil ist es einmal vorbei. Was heißt das? Jetzt gehen wir noch einmal drinnen und nachpassen. Sie ist erleichtert. Vielleicht noch erklärt, wie ist man draufgekommen eigentlich? Wie ist man draufgekommen, dass sie infiziert ist? Ja, das ist auch wirklich die Frage. Weil sie waren bei dem Posten nicht einmal. Und auf einmal eine Dame sagt, ja. Hat sie angezeigt oder ich weiß nicht, hat sie die Polizei angerufen oder ihre Chef angerufen. Sie hat eine Freundin geschickt, um Geld zu überweisen. Und da haben sie gesagt, wieso kommt sie selber nicht? Sagt sie, sie ist infiziert. Und dann sind sie natürlich umgegangen und hat sie halt gleich geschickt. Also haben sie gleich gesehen. Und deswegen hat sie angezeigt. Aber das wäre alles nicht passiert, wenn die Western Union, also die Bank, ja, das am Anfang mit der Kollegin hätte machen können, oder? Wer hat die Schuld an dem Ganzen? Ach, normalerweise da hat der Western Union Schuld. Wieso kann ich nicht für jemand anderen Geld schicken? Warum kann ich nicht? Das heißt, die Bank ist schuld aus ihrer Sicht. Sie ist schuld. Sie schaut so die Strafe. Tut dir das jetzt leid? Tut dir das leid? Was sagst du jetzt im Nachhinein dazu? Das ist auch schon schuld. Natürlich tut sie das leid, aber ihre Recht war, ihre kranke Enkelin Geld zu schicken. Und deswegen sagt sie ja und nein. Deswegen. Also, hier muss man jetzt gehen. Hallo. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.